zu beherrschen. Die Menschen besitzen wohl noch nicht die Reife, mit diesem Geschenk umzugehen. Schon die Priester zu Urzeiten sind gescheitert. Dann hat also dieses Energiefeld die Bewohner Shambhalas dazu gebracht, sich in einem Bürgerkrieg gegenseitig umzubringen? Richtig. Wie das? Der Geist eines Menschen wird einer außergewöhnlichen Belastung ausgesetzt, wenn er in konzentrierter Form all das verarbeiten soll, was sich seit Anbeginn der Menschheit von ihr in diesem Feld angesammelt hat. Außerdem sind auch noch andere Kräfte am Werk. Das Archiv der Menschheit beschränkt sich leider nicht auf Entdeckungen und Erfindungen. Neid, Missgunst und Hass zum Beispiel definieren die Spezies Mensch genauso. Ich will aber auch nicht überspringen. Üben einen entsprechenden Einfluss hier in Shambhala aus. Diese Dialoge. Wie ich vorhin schon angedeutet habe, können einzelne Begriffe das Phänomen nicht umfassend erklären. Ich nicht. Zumindest nicht aber so lange. Wenn das alles stimmt, was du sagst, warum warten wir dann nicht einfach ab und lassen die Nazis in die Falle tappen? Sobald sie die Wissensquelle anzapfen, drehen sie durch, ich hole Kim da raus und wir schauen gemütlich zu, wie sich die Nazis gegenseitig umbringen. Im Prinzip hast du recht. Aber? Bla bla blub. In meiner Zeit bereiten sich die überlebenden Priester Shambhalas gerade darauf vor, Shambhala zu verlassen. Um die Quelle vor Missbrauch zu schützen, erzeugen sie durch eine Zeremonie eine Art Kraftfeld. Dieses Kraftfeld erlaubt es nur noch dem Träger eines bestimmten Amuletts, die Quelle zu nutzen. Das Amulett wird nach der Zeremonie in drei Teile geteilt und in den Tempeln der drei einst herrschenden Priesterkasten versteckt. Bitte! Hey, Fenton. Das ist ja noch besser. Böse Fenton. Dann kommen die Nazis ja ohnehin nicht an die Quelle des Ganz Feldes heran. Ganz böse Fenton. Solange das Kraftfeld aktiv ist und sie das Drachenamulett nicht besitzen, können sie nichts ausrichten. Allerdings haben sie damit begonnen, Sprengladungen zu platzieren, die das Kraftfeld zerstören sollen. Eine Sprengung müssen wir aber unbedingt verhindern, Fenton. Wir wissen nicht, ob sie die Quelle und damit das Feld in irgendeiner Art beeinflusst. Eine Störung des Feldes könnte katastrophale Auswirkungen auf alle Lebewesen dieses Planeten haben. Du siehst, wir müssen schnell handeln. Wenn ich doch aufgepasst hätte. Ich denke, du sitzt in der Vergangenheit fest. In der Tat, aber ohne meine Hilfe wirst du die drei Amulettteile nicht finden. Wir haben ab jetzt eine Art Verbindung, die die gewaltige Zeitspanne zwischen uns überbrückt. So können wir gemeinsam die drei Tempel der Priesterkasten durchsuchen. Zwar sind die Amulettteile in meiner Zeit noch gar nicht versteckt, da die Priester die Zeremonie zur Beschwörung des Kraftfeldes gerade erst durchführen, aber vielleicht kann ich dir auf die eine oder andere Weise behilflich sein. Okay, aber verrate mir bitte noch, was ich dann mit dem Amulett eigentlich genau anstellen soll. Du überwindest damit das Kraftfeld und benutzt die Macht der Quelle, um die Nazis von hier zu vertreiben. Gibt's auch einen Plan B? Keine Sorge, ich werde dir helfen, wenn du das Drachenamulett erst einmal gefunden hast. Also schön, legen wir los. Ah, danke. Du sagst es. Das Schicksal der Welt liegt wohl allein in unseren Händen. Okay, siebentes Kapitel von mir aus. Das Herz der Welt. Ist das Bug, dass der Rand immer bleibt? Okay, Richard ist wieder verschwunden. Oder besser gesagt, seine geisterhafte Erscheinung hat sich in Luft aufgelöst. Dann will ich mal den Stand der Dinge zusammenfassen. Richard befindet sich 10.000 Jahre in der Vergangenheit. Die Bewohner Shambhalas haben sich kurz zuvor in einem schrecklichen Bürgerkrieg gegenseitig umgebracht. Nur ein paar wenige Priester überlebten das Massaker. Um zu verhindern, dass dies noch einmal geschieht, beschworen die Priester ein Kraftfeld um die Quelle der morphogenetischen Felder. In der Gegenwart befindet sich Gräfin Hanna von Hagenhild, zusammen mit ihren Nazi-Soldaten und Kim im Zentrum von Shambhala und will dieses Kraftfeld in Kürze sprengen. Um das zu verhindern, muss ich drei Teile eines Amuletts finden. Damit kann ich das Kraftfeld überwinden und die Macht der Quelle nutzen, um die Nazis von hier zu vertreiben. Jedenfalls ist das Richards Plan. Na schön, dann schaue ich mich hier mal um. Vielleicht kann mir Richard ja tatsächlich bei der Suche nach den drei Amulettteilen helfen. Okay, danke. Danke. Danke, Fenton. Ich sehe mal kurz auf den Chat. Ja, ich habe einen ganzen Part Dialoge. Ich denke nicht, dass ich sie einfach so bewegen kann. Ich denke nicht, dass ich sie einfach so bewegen kann. Endlich ist es vorbei. Yay. Ich denke nicht, dass ich sie einfach so bewegen kann.
Ich denke nicht, dass ich sie einfach so bewegen kann. Fenton. Das Podest ist zu schwer, um es zu bewegen. Bla bla blub. Fenton ist dumm. Ich kann an den Köpfen nichts entdecken, was sich drücken oder herausziehen lässt. Und die Mundöffnungen sind zwar groß genug, um meine Faust komplett hineinzustecken, aber innen drin ist auch nichts zu finden. Vielleicht sollte ich den Mechanismus lieber nicht zerstören, indem ich die Zahnräder herausnehme. Nur zur Info, also für die, die den Livestream angucken, ich hänge nochmal eine Viertelstunde dran. Hoffentlich macht's euch nichts aus. Ich wollte es in diesen Livestreams schon zu Ende bringen. Ich kann an den Köpfen nichts entdecken, was ich drücken oder heraus... Und die... Doch, da habe ich noch nicht gewusst, dass es so viele Dialoge gibt. Ja, jetzt habe ich ein ganz... Dialoge, das ist so lustig. Und ich wechsle mal zu Richard. Hey, da ist ja Richard, unser Kumpel. Ein Scherbenhaufen. Was Schönes. Puh, aber vielleicht ist ja tatsächlich noch etwas Brauchbares im Müll zu finden. Das Einzige, was nicht völlig vergammelt war, ist eine Nuss. Eine Nuss. Danke, Richard. Ich denke nicht, dass ich das Podest bewegen kann. Du bist mir eine große Hilfe. Die Oberfläche der Köpfe ist sehr glatt, aber sonst kann ich nichts Auffälliges erkennen. Richard, ich hasse die Bodenscheiben dich. Befinden sich genau im Zentrum dieses Tempels. Ich kann mir vorstellen, dass sie eine besondere Bedeutung haben. Die Nuss kann ich auch mit nix verwenden. Okay, was gibt's denn hier sonst noch? Eine Fackel. Warum nicht? Gut gemacht, Richard. Du bist genauso klug wie Fenton. Du hast genau dieselben Animationen wie Fenton. Du bist Fenton. Ich könnte die Platte verschieben. Richard Theologie oder was? Upsala. Mal sehen, ob ich die Zahnräder herausnehmen kann. Und. Jupp, kann Ein es tun. Ein Zahnrad aus Holz konnte ich von der Welle lösen, aber die anderen sitzen fest. Okay, jetzt müsste bei Fenton das Zahnrad nicht mehr da sein, oder? Vielleicht sollte ich den Mechanismus lieber nicht zerstören, indem ich die Zahnräder herausnehme. Nein, aber Richard hat sie rausgenommen. Okay. Warum nicht? Okay, gehen wir mal raus mit dem Herr Richard. Oh, wie schön. Okay, was gibt's hier? Oh, viele Sachen. Die Erde ist extrem fest. Mit bloßen Händen kannst du sie nicht nehmen, klar. Steine! Denn Steine sind immer zu gebrauchen. Die Steine liegen nur lose übereinander. Bestimmt kann ich sie mit einem beherzten Tritt in die Tiefe befördern. Er tut's. Ohne Grund. Toll. Fenton wäre nicht so blöd. Kurzer Chat. Check. Okay. Leute, ich sag noch einmal kurz, für alle, die jetzt beim Livestream zuschauen, bitte joint dem Chat rechts unter dem Livestream, dann könnt ihr nämlich mit mir chatten. Und ich habe eine Kette gefunden. Hab sie. Ja, hat eine Kette gefunden, er ist ein Genie, er ist Richard. Klüger als Fenton. Was ja keine Kunst ist. Stalagmit. Der kleine, kompakte Kegel des Stalagmiten ist fest und stabil. Mit den Händen allein lässt er sich nicht abbrechen. Direkt unter einem Stalaktiten hat sich bereits ein kleiner Stalagmit gebildet. Das Wasser tropft von oben auf diese Stelle und hinterlässt mineralische Ablagerungen, die den Stalagmiten langsam in die Höhe wachsen lassen. Du bist so klug, Richard. Der kleine, oder sagen wir besser junge Stalaktit, befindet sich noch zu weit oben an der Felsendecke. Ich kann ihn nicht erreichen. Was können wir denn sonst noch machen? Wir haben 7 gute Sachen. Der Pfosten ist recht wackelig. Mal schauen, ob ich ihn mit einem festen Ruck aus dem Boden ziehen kann. Los! Ja, ich hab ihn. Und den da auch? Der Metallpfosten steckt fest im Grund neben der Brücke. Gehen wir wieder zu Fenton und schauen, was sich denn verändert hat.
Okay. Wow, top. Kieselstein. Ein paar kann ich mitnehmen. Ein paar. Das sind mehr als ein paar, denn mit einem Paar verstehe ich normalerweise zwei Kieselsteine. Wayne. Oh, der Stalaktit ist fertig gewachsen. Der Stalaktit konnte sich tausende Jahre darauf vorbereiten, meinen Versuchen, ihn umzustoßen, zu trotzen. Okay, Richard, du musst es verhindern, dass er weiter wächst. Mit dem Zahnrad. Nein. Mit dem Metallpfosten. Ja! Eigentlich sollte man sich ja nicht an den über Jahrtausende gewachsenen Naturwundern vergreifen. Aber es könnte ja jemand über diesen Stalagmiten stolpern. Ich schlage ihn also lieber ab und kümmere mich auch gleich um das entsprechende Pendant an der Decke. Auch der Stalaktit könnte jemanden verletzen, wenn er abbricht. Da fällt mir auf. Sie hatten schon vor 10.000 Jahren solche Metallstäbe? Okay, warum nicht? Los, kämpfe gegen den Stalaktiten. Gut gemacht, Richard. Okay, wieder zu Fenton. Alias Fentalogie. Gut, jetzt ist er noch nicht so stark gewachsen. Hier haben sich die Gräfin und ihre Henkersknechte also eingenistet. Und dort unten ist ja auch Kim. Kim! Hi, Kim. Ladedaten. Da mache ich kurz mal einen Chat-Check sozusagen. Nun, irgendwelche Neuigkeiten? Nein, Frau Gräfin. Wir konnten noch keinen Ausgang aus der Höhle entdecken. Aber wir haben auch noch nicht jede Nische oder Plattform untersucht. Ein paar davon sind sehr schwer erreichbar. Und Paddock? Noch keine Spur. Aber wie gesagt, wir haben noch nicht jede... Schon gut. Vergessen Sie's. Vielleicht ist der Kerl über den Rand gestürzt und in der Lava verbrannt, als wir hierher teleportiert wurden. Wie auch immer, wir haben im Moment andere Sorgen. Bereiten Sie alles für die Sprengung dieser merkwürdigen 12 Stelen vor. Ich bin mir sicher, dass wir das Kraftfeld dadurch deaktivieren können. Jawohl. Okay, bla bla bla. Ich beende jetzt mal diesen Part und den Livestream. Diese Fesseln loswerden, wenn nur diese Gräfe nicht die ganze Zeit hier herumschleichen und mich im Auge behalten würde. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal Lost Horizon oder beim nächsten Livestream. Irgendwann sehen wir uns schon sicher wieder. So, also, ciao Leute. Und auch ciao für die, die den Part dann später sehen.